Heute wird es bunt und fröhlich bei uns. Wir bemalen Eierkerzen. Das machen wir mit den Eierkerzen aus unserem Online-Shop. Die haben wir in verschiedenen Größen und Farben. Und mit unseren Kerzenmalfarben. Ich verlinke euch alle Produkte wie immer unten in der Infobox. Unsere Kerzenmalfarben lassen sich ganz einfach mit einem Pinsel auftragen. Da könnt ihr die Farben dann auch ganz wunderbar mischen oder eben auch direkt aus der Tube verwenden. Da kommt meistens ein bisschen mehr raus als wie mit dem Pinsel. Oder wir haben es jetzt nochmal anders gemacht. Wir haben eine transparente Wachsplatte genommen und bemalen die. Dann lassen wir das alles trocknen, unsere Eierkerzen und unsere bemalte transparente Wachsplatte. Und als die Farben dann getrocknet waren, konnten die Kinder die Motive ganz einfach ausschneiden. Das kann man natürlich entweder machen mit einer Nadel oder mit einem scharfen Messer. Oder bei Kindern ist es einfach perfekt geeignet, die mit einem Zahnstocher auszuschneiden. Und dann können die Kinder das nehmen, so wie bei diesen Wachsverzierungen auch, kurz in der Hand halten, aufwärmen und dann können die direkt auf die Kerze angebracht werden. Und der Vorteil ist einfach, dass es komplett aus Wachs ist und somit dann auch schön auf der Kerze abbrennt. Die Wachsmalfarben haben wir in ganz vielen verschiedenen Farben, auch mit Glitzer. Und hier diese kleinen Hasenköpfe und Mohrrüben, die hatte ich schon vorbereitet, dass die Kinder eben nochmal ein paar Sticker mehr haben, sage ich jetzt mal, um die Eierkerzen zu bekleben. Eignet sich natürlich auch ganz toll, um ein Geschenk für die Oma oder den Opa zu machen oder für andere liebe Menschen einfach zu Ostern zu verschenken. So hatten wir eine schöne bunte Eierparade zum Schluss. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und mir einen Kommentar da lasst, ob ihr denn auch schon für Ostern gebastelt habt und wenn ja, was ihr gebastelt habt. Das würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal!